Tag zusammen. Willkommen zu meinem Hinrunden-Fazit. Meine Gedanken zur Hinrunde und da bin ich gespannt, ob meine Gedanken auch eure Gedanken zur abgelaufenen Hinrunde ist. Lasst uns beginnen. Tabellenplatz 4. Was wollen wir mehr? Hätten wir mehr haben können? Hätte es mehr sein sollen? Oder wäre sogar weniger möglich gewesen? Wenn wir mal die Hinrunde aus dem letzten Jahr zum Vergleich nehmen, die ja nun wirklich bescheiden war, dann kann man wohl sagen, dass diese Hinrunde grandios war. Am Ende Platz 4 nach 17 Spieltagen und wenn wir mal zurückschauen auf die Hinrunde vom letzten Jahr. Da waren wir zum selben Zeitpunkt nach 17 Spieltagen Tabellenplatz 17 mit mageren 13 Punkten. Jetzt haben wir 29 Punkte und stehen glänzend da. In der Heimtabelle sind wir Platz 1. Dadurch, dass wir ein Spiel mehr absolviert haben zu Hause, da wir ja das Spiel beim SV Lippstadt das Heimrecht getauscht haben, dadurch haben wir ja ein Spiel mehr. Aber nichtsdestotrotz, die Momentaufnahme ist Platz 1. Auswärts sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da sind wir auf den 9. Platz und haben da 8:8 Tore und 9 Punkte. Das hätte in der Tat ein bisschen mehr sein können, oder? Was wären wir ohne Yannick Mause? Yannick Mause, Fußballgott. In der Hinrunde hat er 7 Tore geschossen. Komischerweise hat er das in der Hinrunde vom letzten Jahr auch gemacht. Hat er auch 7 Tore geschossen. Da war er sogar noch effektiver unterwegs gewesen, denn dort hat er ganze 1139 Minuten auf dem Platz verbracht und hat 963 Minuten gebraucht, bis er ein Tor geschossen hat. In dieser Hinrunde stand er 1227 Minuten auf dem Platz und hatte für 175 Minuten gebraucht, um ein Tor zu erzielen. Aber man muss auch bedenken, in der Hinrunde, dieses Jahr in der Hinrunde, war er auch ziemlich oft verletzt gewesen und fiel aus. Aber man sieht, Yannick Mause ist unser bestes Pferd im Stall, was den Sturm angeht. Werfen wir einen Blick auf die Zuschauer. Diese Saison, in dieser Hinrunde, haben wir ja wie gesagt 10 Spiele absolviert, kamen insgesamt 90.700 Zuschauer zum Tivoli. Das macht einen Schnitt von 9.070 Zuschauer. Damit haben wir den besten Schnitt der Arena Liga West. Da sieht man, die Alemannia ist wieder gerne gesehen, sie wird gerne besucht. Und wenn wir das mal aus der Hinrunde der letzten Saison nehmen, da kamen dann 4.476 Zuschauer. Daran sieht man, die Alemannia zieht einfach wieder. Und das mag nicht nur an Platz 4 liegen. Natürlich hätten wir gerne in dieser Hinrunde den Rekord geknackt, aller Regionalligen, deren 5 wir ja noch haben. Aber da war das Spiel halt Rot-Weiß Erfurt gegen Carl Zeiss Jena mit 12.074 Zuschauern der bisherige Rekord gewesen, aller Regionalligen. Wir haben es auf 11.700 gebracht, als zweitbesten Zuschauerbesuch das Spiel gegen den SV Rödinghausen. Und wir hätten ja gedacht vielleicht, dass wir diesen Rekord doch noch knacken könnten, diese Hinrunde, hat aber leider nicht funktioniert. Aber jetzt zum Auftakt der Rückrunde kommt Rot-Weiß Oberhausen und vielleicht kommen dann da mehr als 12.074 Zuschauer aus dem Tivoli. Dann könnten wir ihn knacken. Aber ich bin sicher, spätestens gegen Wuppertal, dann wird er geknackt. Ja, was auch faszinierend ist, ist der Stand der Dauerkarten. 3.509 Dauerkarten. Was hat man den Marcel Moberts, unseren Aufsichtsratsvorsitzenden, ausgelacht, als er das Ziel ausgab 5.000? Ja, 5.000 sind es nicht geworden, aber es sind mehr als das, was wir letztes Jahr verkauft haben. Und da haben ja schon viele gesagt, wenn wir mal diese Zahl überhaupt erreichen. Wir haben sie erreicht, wir haben es sogar übertroffen und 3.509 verkaufte Dauerkarten, das ist auch schon aller Ehren wert. Wer hätte das gedacht? Und das ist natürlich auch von Alemannia direkt Cash in the Tash. Ja, wenn wir mal zum Saisonstart kommen, da hatten wir den Auftakt bei Rot-Weiß Oberhausen. Ein schönes Traditionsduell, Westschlager, alles vorbereitet. Und wir haben natürlich gedacht, wir starten da
möglicherweise mit einem Sieg in die neue Saison, endlich mal wieder nach den ganzen vermurksten Starts in den Jahren davor. Und es wäre uns ja auch fast gelungen, aber da hatte dann der Schiedsrichter und unsere Abwehr dann doch etwas dagegen gehabt. Da war die Abwehr noch nicht so sattelfest, da sind wir sehr schnell in Rückstand geraten. Aber dann hat die Mannschaft gezeigt, was wir auch diese Saison gesehen haben, wozu sie fähig ist. Sie hat dann das Heft in der Hand genommen, hat Rot-Weiß Oberhausen dann mal schön in die eigene Hälfte gebunden, hat sich Chancen erarbeitet, ist dann auf 1-2 noch rangekommen durch den Elfmeter durch Tim Kurzcheck. Und es wäre sogar noch mehr drin gewesen, wenn das nicht gegebene Tor von Yannick Mause dann gezählt hätte, was kein Abseits gewesen ist. Und wenn das Tor gegeben worden ist, wo der Ball im Tor war, über die Linie, was aber auch nicht gegeben worden ist. Dann hätten wir in Oberhausen noch gewinnen können. Aber haben wir nicht und da haben wir das Auftaktspiel verloren. Und da war die Stimmung schon ein bisschen fad und die wurde dann auch nicht besser beim ersten Heimspiel gegen den 1. FC Düren. Der potente Neuaufsteiger mit einem Regionalliga-Kader aus der Mittelrheinliga aufgestiegen. Und da gab es ja dann auch ein Derby oder Nachbarschaftsduell. Da haben sich ja im Vorfeld auch schon die Geister geschieden. Dann war die Frage gewesen, was zeigen wir gegen Düren? Denn ein Sieg war eigentlich Pflicht, damit man direkt zeigen konnte, wer hier in der Regio ist die Nummer 1. Diese Frage wurde dann leider nicht beantwortet. Düren hat hier sehr gut agiert und ist verdient in Führung gegangen. Wir haben den Ausgleich erzielt und sind dann kurz vor Schluss sogar in Führung gegangen mit einem schönen Hammerfreistoß von Franco Uccelak. Und haben wir gedacht, das ist es. Und haben dann doch noch ganz kurz vor Abpfiff dann das 2-2 kassiert. Leck mich am Arsch, ey. Dann ging es weiter nach Düsseldorf. Ein gutes Spiel abgeliefert. 0-0. Ja, da wurde es ein bisschen trübe. Da hat man gedacht, ist es jetzt ein Fehlstart? Ist es kein Fehlstart? Für manche Fans war es ein Fehlstart gewesen, für andere Fans war es kein Beinbruch. Für unseren Coach Fuad Kilic war das auch kein Fehlstart. Er hat an die Mannschaft geglaubt und so ging es dann eigentlich auch weiter. Der Turnaround kam dann mit dem Sieg gegen Rot-Weiß Aalen mit dem 1-0. Ein immens wichtiger Sieg, da haben wir quasi den Bock umgestoßen. Dachten wir jedenfalls, weil danach folgte ein Auswärtssieg in Wattenscheid, es folgte Heimsieg gegen den SC Wiedenbrück. Dann haben wir gedacht, jetzt haben wir es geschafft, jetzt geht es nach oben. Und ja, da muss man auch sagen, das waren dann auch so meine persönlichen Highlights. Das waren dann die Siege gegen Preußen Münster, dass wir dann 4-2 gewonnen haben gegen Preußen Münster, den momentanen Tabellenführer der Regionalliga West, die ja zuvor 22 Spiele saisonübergreifend ungeschlagen waren. Die hatten wir dann besiegt mit 4-2, auch wenn wir erst in Führung gegangen waren, dann wieder in Rückstand gerieten, haben wir das Spiel gedreht. Und ich glaube, bis dato war das auch die beste Leistung, die wir hier auf dem Tivoli gesehen haben. Aber das sollte auch nicht alles gewesen sein, denn auch das Spiel gegen den SV Riddinghausen, den zu dem Zeitpunkt Tabellenzweiten, gegen uns, den Tabellendritten, die konnten wir auch mit 3-1 besiegen. Und auch da haben wir ein super Spiel gezeigt, früh in Rückstand geraten, aber auch das hat uns nicht gejuckt. Wir haben das Spiel dann auch noch gedreht und am Ende haben wir das Ding dann auch, wie gesagt, 3-1 verdient gewonnen.
gegen SV Lippstadt. Da haben wir uns lange Zeit schwer getan, aber da hat die Mannschaft auch, wie ich finde, die Qualität gezeigt. Ruhig weiterspielen, immer wieder sich Torchancen erarbeiten, immer wieder Torchancen kreieren. Und irgendwann am langen Ende, kurz vor Schluss, war es dann soweit, eine ehrliche Flanke von Felix Heim auf Yannick Mause. Und Yannick Mause, wer sonst, hat dann für den 1-0-Sieg gesorgt mit seinem Tor ins Glück. Das waren so die drei Highlights, die mir so jetzt in der Hinrunde aufgefallen sind. Aber es gab natürlich auch negative Highlights. Und natürlich war eins davon, und da müssen wir gar nicht weit gucken, beim Aufsteiger 1. FC Bocholt, wo wir, glaube ich, das schlechteste Spiel überhaupt gespielt haben in der Hinrunde. 2-0 verloren. Und da konnten wir am Ende noch glücklich sein, dass es beim 2-0 geblieben ist. Das hätte auch deutlich bitterer werden können. Dann gab es die Niederlage gegen Fortuna Köln. Auch Fortuna Köln eigentlich auch mehr recht als schlecht sich hier vorgestellt am Tivoli. Irgendwie sind wir da taktisch gescheitert, spielerisch gescheitert und natürlich auch an unseren Tormöglichkeiten gescheitert. Und dann das absolute negative Highlight war natürlich dann das Spiel gegen die Kleinen Fohlen, gegen Borussia Mönchengladbach 2. Das wissen ja wohl auch alle, da haben wir auch 1-0 zurückgelegen. Das Spiel hätten wir verloren, da hätten wir auch noch 5 Stunden weiterspielen können. Wir hätten das Tor nicht gemacht, wir hätten die Bude nicht getroffen. Aber der negative Höhepunkt war natürlich dann der Becherwurf. Und das dann ausgerechnet aus dem Familienblock. Da hatten wir einen neuen Mehrwegbecher gehabt, zum ersten Mal, der 2 Euro Pfand kostet und wo dann von dem Hersteller propagiert worden ist, der Becher entleert sich beim Wurf von selbst. So, dass er quasi unmittelbar nach dem Wurf vor dem Spielfeld zu Nike geht. Tja, das hat ein gewisser Fan aus dem Familienblock dann bewiesen, dass auch ohne Inhalt der Becher weit geworfen werden kann und hat den Linienrichter getroffen. Das hatte zur Folge, dass das Spiel abgebrochen werden musste oder abgebrochen werden wurde durch den Schiedsrichter. Ja, die Mannschaft ist bei den Fans. Vielen Dank für die Unterstützung auch im heutigen Heimspiel leider. Und schon das Ende des Spiels beim Stand von 1-0 für die Gäste abgebrochen. Und am Ende dann mit 0-2 für uns oder gegen uns gewertet worden ist. Aber nicht nur das, dann wegen dem Becherwurf und wegen der ganzen Pyroshow, die es vorher gegeben hat gegen Münster, Aalen, Wiedenbrück. Gab es dann eine Verbandsstrafe von 13.250 Euro insgesamt. Da konnten wir dann noch froh sein, denn es hätte weitaus schlimmer kommen können. Was war alles vorher im Gespräch gewesen? Teilausschluss. Es war ein Geisterspiel in der Stand zur Diskussion. Aber nein, zum Glück ist es dann kein Geisterspiel geworden, sondern nur eine fette Geldstrafe. Ja, die Pyros, das verfolgt uns weiterhin und da sind die Meinungen geteilt. Was soll man sagen? Es sieht schön aus und wenn man es auch so macht, wie wir es mal gemacht haben gegen Aalen, wo es ja fast aussah, als wenn es gelenkt worden wäre, war es auch schön anzusehen. Gegen Preußen Münster, das war natürlich dann negativ, dass die dann auch während des Spiels gezündet worden sind, auch diese Rauchsäulen. Ist halt eben so passiert und wie gesagt, die Geister scheiden sich darum, ob das alles gut oder schlecht ist. Es ist verboten, das ist klar, also ist es nicht gern gesehen. Und ich hoffe einfach mal, dass wir in der Rückrunde darauf verzichten einfach. Dass wir ohne Pyro auskommen und dass wir die Punkte dann auf die andere Art und Weise holen. Ein weiteres Negativpunkt war dann gewesen das Aus für Fuad Kilic. Das hat uns alle überrascht. Das kam dann quasi wie aus heiterem Himmel, wie die Jungfrau zum Kinde. Nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach wurde dann Fuad Kilic entlassen. Die Gründe,
Die haben sich für uns nicht erschlossen. Die Pressemitteilungen, die dann der Verein rausgegeben hat, die waren auch nicht schlüssig. Und da hat man sich gefragt, was ist da los? Warum entlässt man Fuad Kilic? Seine Bilanz, die war befriedigend. Er hätte natürlich besser sein können, aber es war eigentlich kein Grund, um einen Trainer rauszuwerfen. Da musste sich unser Aufsichtsratschef Marcel Moberts jede Menge Kritik fallen lassen. Aber ich möchte das Ganze auch gar nicht mehr so groß thematisieren, weil das haben wir ja lange genug gemacht. Jedenfalls am Ende hat das Ganze doch irgendwo einen Sinn ergeben aus Sicht von der Alemannia, sodass man dann mit Helge Hohl den Interimscoach installiert hat, zumindest bis zum Ende der Winterpause. Und diese Karte hat gezogen. Helge Hohl hat als Interimstrainer die Mannschaft neu formiert, neu in die Spur gebracht. 4 Siege, 2 Unentschieden plus noch ein Sieg dann gegen Bergisch Gladbach im Bitburger Pokal zeugen davon, dass man alles richtig gemacht hat. Neben Fuad Kilic muss ja dann auch Ibrahim Zilic gehen als Co-Trainer. Dafür wurde dann unser Urgestein Stefan Lemmermann als neuer Co-Trainer installiert, der sich aber nicht als Co-Trainer sieht, sondern eher als sportlicher Motivator, der dann auch oben auf der Tribüne sitzt und wertvolle Tipps gibt vom Spielgeschehen. Und neuer Co-Trainer ist dann Gabriel Di Benedetto. Und dieses Dreiergespann scheint zu funktionieren und es funktioniert einfach. Hat die Alemannia alles richtig gemacht? Hat der Vorstand alles richtig gemacht? Hat er das gehalten, was er versprochen hat? Ja, das hat er. Er hat das gehalten, was er versprochen hat. Wir sind Platz 4. Wir sind in aller Munde. Der Auftritt der Alemannia ist wieder sehenswert. Die Alemannia begeistert in ihrem Spiel. Die Wahrnehmung der Alemannia außerhalb vom Stadion ist auch wieder positiv. Wir werden wieder in der Stadt Aachen wahrgenommen. Wir werden auch wieder überregional wahrgenommen. Die Sponsoren kommen und engagieren sich sogar noch mehr als vorher. Für die Logen gibt es mittlerweile eine Warteliste. Das hat es in der Regionalliga auch noch nie so gegeben in der Form. Das ist einfach fantastisch. Innerhalb der Abteilungen ist auch wieder alles in bester Ordnung. Zumindest weitgehend das, was man hört. Dieses innere Zerwürfnis ist auch weg. Man hat mit der Alemannia 2, mit der zweiten Mannschaft in der Kreisliga D, eine neue Mannschaft kreiert. 5 Jahre lang gab es keine zweite Mannschaft der Alemannia. Jetzt gibt es sie. Sie soll unsere Farben vertreten in der Kreisliga, in der Region. Und das tut sie mit Bravour. Nochmal ein Aufruf. Wer sie noch nicht gesehen hat, besucht ein Kreisligaspiel unserer Alemannia der zweiten. Es ist sehenswert, was die Jungs da leisten. Es sind super Jungs und es lohnt sich wirklich, ein Spiel von ihnen mal zu sehen. Und ich bin dankbar, dass ich sie mit der Kamera begleiten durfte einige Male, soweit es dann meine Zeit zulässt und soweit auch die Technik es zuließ. Und das Wetter, das hat leider mal hier und da gehakt, aber nichtsdestotrotz, unsere zweite ist ein Besuch wert. Also Leute, geht da mal hinschauen. Was auch sehr schön ist, es gibt ein Trainingslager im türkischen Belek. Und nicht nur das, da wird die Mannschaft nicht nur dank Sponsoren hinfahren und sich dort auf die Rückrunde vorbereiten. Nein, es gibt auch ein Fanpaket, wo auch Fans mit hinreisen können. Ich werde da leider nicht hinreisen können, aber für alle die, die da hinreisen, bin ich gespannt, was sie zu berichten haben. Wenn ihr Videos habt, wenn ihr Fotos habt, gerne zu mir senden. Bin sehr gespannt, wie das sein wird. Mir blutet das Herz, ich wäre gern dabei, aber man kann leider nicht alles haben. Ganz zum Schluss danke auch ich der Alemannia für die grandiose Hinrunde. Ich durfte viele Interviews machen, ich durfte viele Spielzusammenfassungen machen. Ich durfte den Presseraum der Alemannia nutzen, ich durfte die Zeit der Leute nutzen, die sie mir zur Verfügung gestellt haben, sogar Helge Hohl 2-mal. Und ja, ich bin auch dankbar, dass die Alemannia mir die Möglichkeit gegeben hat, für euch solche Interviews durchführen zu können, die Spielzusammenfassungen zu machen. Da mache ich ja im Verbund mit dem Alex. Und da sagen wir gemeinschaftlich einfach danke, danke an euch. Und wir hoffen, dass wir das auch nächstes Jahr weitermachen können. Es gibt noch viele spannende Interviews, die ich vorhabe mit, naja, lasst euch mal überraschen, mit wem auch immer. Es kommen da noch ein paar und auch die Spielzusammenfassungen kommen natürlich weiterhin. Und ja, dann schauen wir mal, was die Rückrunde bringt und wo wir dann am Ende landen werden. Ich bin jedenfalls zufrieden mit der Hinrunde und ich denke, das könnt ihr auch sein. Schreibt es mal in den Kommentaren, wie ihr das seht. Was hat euch gefallen in der Hinrunde, was hat euch nicht gefallen? Ich verabschiede mich dann einfach mit meinem persönlich schönstes Tor der Hinrunde von wem auch sonst, Yannick Mause. Das möchte ich euch zum Abschied nochmal zeigen.
In dem Sinne, macht es gut. Tschüss, sagt der Kartoffelkäfer Dirk. Und ich danke euch, dass ihr mir zuseht. Und ich freue mich über Likes, ich freue mich über Kommentierungen und ich freue mich über eure Meinung und auch über Lob und Tadel. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao.